Stegemann ist mein Name und ich unterrichte hier hauptsächlich Klavier. Manchmal gebe ich auch Kurse, Solmisation habe ich auch gegeben, mentales Training und Interpretation und Kurse zum Thema Üben. Aber mein Schwerpunkt ist Klavier. Mir ist es sehr wichtig, eine Zielsetzung, eine klare, transparente Zielsetzung, sowohl für die Schüler als auch für die Eltern, die bei den sehr jungen Kindern auch im Hintergrund sind. Dann ist sehr wichtig die persönliche, individuelle Entwicklung und Förderung. Und das spielt keine Rolle, ob 5-jährig, 4-jährig, ich habe auch 3-Jährige unterrichtet, bis über 60-jährig. Die individuelle Förderung ist sehr wichtig, dass ich diejenigen, die mir anvertraut werden, auf ihrem Lebens- und Musikweg führe, sodass sie glücklich sind und dass sie sich schön entwickeln können. Anhand des Standes und nach Rücksprache mit ihnen wird dann das Repertoire gesucht. Aber das Repertoire ist nicht alleinig das Ziel, sondern die Entwicklung ist das Ziel. Das heißt, manchmal werden Stücke von den Schülern gebracht. Manchmal sind diese Stücke 2 Stufen zu schwer und dann muss ich Zwischenstufen dazwischen schalten oder parallel, um die Schüler zu befähigen, diese etwas zu schweren Stücke spielen zu können. Manchmal wähle ich mit Absicht schwerere Stücke, um die Schüler besser zu fördern. Ich habe eigentlich insofern einen Kanon an Repertoire, als ich 4 Epochen parallel verfolge, Barock, Klassik, Romantik und Moderne, und parallel dazu technische Arbeit mit den Schülern mache. Das sind Fingerübungen, die sich an einem persönlichen Konzept von mir richten, und habe selber zum Beispiel spezielle Fingerübungen für ganz kleine Kinder entwickelt. Ich verwende natürlich auch gedruckte Literatur, aber auch diese lasse ich nicht so in der Form, wie sie gedruckt ist, sondern entwickle sie je nachdem, was der Schüler braucht. Dann habe ich ein eigenes Konzept für die Basics im Klavierspiel, wie Tonleiter, Arpeggien, Akkorde, Oktaven und so weiter. Und das ist ein Paket, was ich lustig nenne, kleines Paket für die Kleinen, mittleres, großes und mega großes. Und das macht richtig Spaß, weil dahinter bei mir konzeptionelle Gedanken sind, die an sich schon eine Herausforderung sind, aber die Schüler sozusagen dahin führt, zu denken und immer zu wissen, das tue ich deswegen. Das tue ich jetzt mit dieser Absicht und mit einer bestimmten inneren Haltung und mit einem bestimmten Anspruch. Wenn Schüler zu mir kommen, sage ich, warum lohnt sich Klavier zu spielen? Was ist Klavierspiel überhaupt? Und dann sage ich, dass das Spielen 3 Ebenen fördert und fordert. Es ist eine körperliche Ebene, das Betätigen der Tasten der Finger des Körpers. Es ist eine emotionale Ebene und es ist eine geistige Ebene. Und es geht fast ins Philosophische, aber ob klein oder groß, alle verstehen, und mit der Zeit werden alle dafür sensibilisiert, für dieses Dreiergespann. Ich bin der Meinung, dass begabt heute alle Menschen sind. Jeder ist begabt in etwas, aber der eine hat eine größere Affinität zur Kultur oder zur Musik als der andere. Die Arbeit am Konservatorium ist insofern besonders, als wir schon durch die Aufnahmeprüfung den Anspruch stellen, Kandidaten mit Vorkenntnissen und mit einem besonderen Interesse, mit einer besonderen Begabung auszubilden und zu uns zu holen.
ich schaue mir den ganzen Menschen an und sehe sein Potenzial und sage so, wenn all diese Menschen, die mir anvertraut werden, ihr volles Potenzial entfalten, das trägt zur Entwicklung unserer Gesellschaft bei, das trägt zur Entwicklung unserer Zivilisation und Kultur bei. Ich glaube, dass der Wert oder der Stand einer Gesellschaft davon abhängig ist, wie innovativ, wie kreativ, wie schöpfungsbereit ihre Mitglieder, ihre Individuen sind. Ich denke, indem ich die Kinder oder die Jugendlichen oder die Studenten positiv zu dieser Tätigkeit einstelle und indem sie bewusst werden über das, was sie machen, bekommen sie auch ein höheres Selbstwertgefühl. Und das ist in meinen Augen das Wichtigste, weil ein gesundes Selbstwertgefühl, also keine Überbewertung oder Übereinschätzung, sondern ein gesundes Selbstwertgefühl stabilisiert den Menschen. Dann entsteht von alleine der Wunsch, sich einem Wettbewerb zu stellen. Und ich sage so, dass ein Wettbewerb ist wie das Erklimmen von einer Bergspitze. Es ist anstrengend, es ist manchmal richtig nervig, richtig frustrierend. Aber hinter dem ersten Gipfel wartet der zweite und hinter dem zweiten der nächste und der übernächste. Und heute sind wir beschäftigt mit Yoga musiziert, aber in meinem Hinterkopf ist das nächste Ziel schon Mendelssohn und Henle und all diese Wettbewerbe. Und es ist keineswegs so, dass die Kinder mitmachen müssen, aber es wollen sogar mehr, als mir vielleicht bequemer wäre. Und ich fördere. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine intensive, anspruchsvolle, qualitative Arbeit mit den Kindern mache, ist genau diese Haltung mir gegenüber. Und ich wachse mit den Kindern. Ich finde, dass die Kammermusik eins der aller wichtigsten Inhalte ist. Als Pianist ist man sonst ziemlich alleine. Mit jedem anderen Instrument kann man im Ensemble spielen, im Orchester spielen, aber mit dem Klavier ist man sozusagen als Solist verbannt, nicht? Und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich möchte und fördere auch aktiv das Zusammenmusizieren. Egal in welcher Besetzung. Glaube ich, in Frankfurt den besten Rahmen für diese Förderung. Wir haben zwei wunderschöne Konzertsäle, die können wir gut nutzen. Wir haben schöne Instrumente, also die Instrumente in meinem Raum, sagt man mir, sind die schönsten, aber ich sage, sie sind die schönst gespielten. Wir alle lieben die Bedingungen hier am Konservatorium und tragen auch dazu bei, dass wir uns wohlfühlen, dass wir hier kreativ, schöpferisch uns entwickeln können. Ich glaube, dass das Konservatorium für mich die beste Stätte ist, weil sie verbindet alle Altersgruppen. Ich kann nicht sagen, dass ich am liebsten mit Erwachsenen oder mit Studenten arbeite, weil ich auch so viele Spielchen und Übungen und Repertoire auch für die ganz Kleinen habe. Das heißt, ich liebe gleichermaßen die ganz Kleinen, die ich total süß finde, wie die Ergrauten, die sich bei mir als Kollegen Rat holen. Und viele sind über Jahrzehnte meine Schüler geblieben. Ja, also es ist irgendwie gehöre ich hier, weiß nicht, zu diesem Haus, wie
wie die Luft hier. Also es ist, ich bin eins mit dieser Schwingung hier.